Unser Second Act handelt sich um zwei Brüder, die jetzt nach Spanien gehen, zwei Wochen lang ihr Album fertigstellen. Wir haben Live-Aufnahmen von ihnen, wie sie ihr das Zeug abgehen. Es ist HTC. Viel Spass! Ich bin mehr super als der Mario, mehr mega als der Man. Tut mir leid, ich bin mehr super als der Band, aber du bist super. Super ist doch generell, du bist noch gut, ich kauf dir lieber super, anders schnell, ganz schnell super. Yeah. Dann wären wir alle Superhelden, aber ich bin noch super unter Superhelden. Ich fühle mich wohl in meiner Haut, ich bin von Supereltern. Soll mein Idol alle die Haut können noch laufen nennen. Und ja, yeah, mir gefällt's grad, ha alles, wo anfällt. Ich fahr mit dem Alpha und flücht vom Alter. Sag tschüss mit Anschlag, schmeckt gliess mit Abgas. Lachend durchs Leben, ich sei, was ich ernte. Versuch mich vom Tiefpunkt zu entfernen. Halt, jetzt, ihr habt da so ein bisschen Heimvorteil. Wie fühlt sich das so ein an? Ja, schön. Wir spielen echt viel hier eigentlich. Jedes Jahr wieder schön. Ja, jetzt ist das siebte Mal, jetzt, glaube ich. Jetzt ist das sechste Mal hier. Also, es ist immer schön. Es ist eigentlich unser Lieblingsfest, wo wir eigentlich spielen können. Es ist schon speziell, wenn man immer so viel davon ist. Eigentlich schon geil. Für euch also schon fast mehr familiär als jetzt irgendwie Business. Ja, schon. Ja. Wir kennen auch jetzt alle mittlerweile und so. Trinkt ein paar Bierchen mit ihnen und dann ist immer ein bisschen Family sein. Nein, wieder Hunger. Der Scheiß muss bedauern, nur es. Auf das läuft doch raus, doch es bringt nicht viel, wenn man immer nur. Also HTC heisst Hometown Connection eigentlich. Und das ist eigentlich entstanden, wo wir 13, 14 waren. Ja, wegen Connection ist es halt mehr so, man hat sich getroffen im Keller, wie es so bei vielen war damals. Und hat dann gefreestylt mit jensten Leuten. Und dann ist man so, ja, das ist jetzt Hometown Connection, alle zusammen. Aber ja, mit den Jahren merkt man halt, wer daran wirklich interessiert ist. Und der Rest hat halt aufgehört und geblieben sind dann wirklich nur noch mehr zu einem. Ich sag das auf die höfliche Art, denn Nein sagen bin ich in der Königsklasse, sind wir bereit für einen Absag. Wir sind ready! Denn wenn ich auch hören willst, man fragt den Jim Carrey. Egal was fragst, für dich heisst immer nur Nein. Wie ist das so, als Brüder zusammen arbeiten, sag ich jetzt mal? Man hört manchmal aus den Storys, dass so Geschwister sich überhaupt nicht leiden können. Ihr werdet sicher auch mal ein bisschen Auseinandersetzung haben. Aber wie ist das so generell so für euch? Ja, also super eigentlich. Also, ich finde es etwas vom Besten, weil wir sind am ehrlichsten zueinander. Also, du sagst knallhart, wenn dir irgendetwas nicht passt, so im Brüder sagst du schnell mal so, hey, nein, das ist voll scheiße, das geht gar nicht. Oder machen wir ein bisschen mehr so, ein bisschen in diese Richtung. Also für mich ist, ich finde es jetzt, ich kenne es eigentlich nicht anders. Das ist ein hohes Glück und ich sehe eigentlich fast nur Vorteile. Also wenn ich denke, jetzt Kollege Fratelli-Brüder, mit denen, das ist etwa so das Gleiche, oder? Also die sind auch wahrscheinlich untereinander so, wie es mir immer erzählen. Und ich sehe eigentlich nur Vorteile in dem so. Ja. Ich habe Bretter, die die Welt bedeutet, abfackeln. Fress das Holzfäller, steig mit der Aschkappe. Ich bin abgelenkt vom Holz von der Hütte. Aber die Hagebuchen wollte ich nicht fichten. Sie hat eine Harzgalle in ihrem Arschloch und braucht Tanzöpfe als Tampa. Eins Volk. Wie ist bei euch so ein kreativer Prozess? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Song zusammen stiefelt, kommt da mal einer einfach mit einer Idee und der nächste bringt dann den Beat? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, in der Regel mache ich eigentlich immer Beats. Und also es ist auch nicht nur ich, der Beats mache. Ich mache einfach den grössten Teil. Wir haben dann noch andere, die auch arbeiten, RAD, DJO. Und wir machen eigentlich einen Beat-Pod quasi. Oder wir schicken einfach jeden Beat ihm und so. Und anhand von dem, was passt, wie er in der Stimmung ist und so, so machen wir eigentlich auch die Tracks. Aber es ist nicht so konkret, ich mache jetzt genau das oder so. Ich mache einfach so viel ich kann, die ganze Zeit, immer. Und dann entstehen bei ihm, er hat halt so ein bisschen, sag jetzt mal, die Ansprüche sind gestiegen. Pickt jetzt halt wirklich die wirklich cool sind. Ja, und so fängt das dann an. Oder man hockt zusammen im Studio und macht gerade etwas. Und so entsteht es dann. Aber so der grösste Teil ist eigentlich schon, wir machen quasi einen Pot voll, die ganze Zeit immer Beats. Und er pickt dann einfach die er will, drauf haben. Und schreibt auch meistens gerade im Studio und nimmt dann gerade auf. Also das ist schon von dem her noch effizient zu arbeiten. Ihr macht ja schon lange Musik. Wie seht ihr das jetzt so von früher, wie ihr euch weiterentwickelt habt, sind auch älter geworden? Ändert sich das auch von der Thematik her oder sagt ihr, hey, nein, wir wollen einfach Fun und Party haben? Wie seht ihr das so? Boah, ein bisschen von beidem. Also die Thematik ändert sich sicher auch mit der Zeit. So. Man wird auch älter, man ist nicht mehr 15, sondern 30.
Und ja, Party ist immer noch, für das macht man es halt. Eben, dass man kann mal auftreten und so. Ich meine, reich wird man nicht davon, aber das macht er nicht. Es filtert gerade von alleine. Ich kann nichts, mach nichts, hab keine Lust. Fünf Minuten Fußweg, nehme ich den Fuss, wie man drauf hat, klenden. Und ansputzen, wie so Frauen und Friesen. Wir sind ja, also wir sind dran am Album. Das Album steht eigentlich zu 90% ist das fertig. Und wir gehen jetzt auch Ende Monat noch eine Woche auf Spanien. Wir haben dort so eine Villa gemietet und gesagt, dort machen wir es komplett fertig. Aber ja, wir sind eigentlich recht in den Startlöchern in dem Sinn, wo vom Produziermäßigen ist es eigentlich fast fertig. Aber ich denke, das wird schon noch nächstes Jahr, bis es wirklich kommt. Aber wir haben noch eine 48-Stunden-EP, den zweiten Teil gemacht, wo wir mehrere Rapper und Beatproduzenten getroffen haben im Studio und haben innerhalb von 48 Stunden alles produziert. Und das wird sicher noch ein Jahr rauskommen. Also das kommt noch das nächste. Also es kommt jetzt dann einiges auf euch zu. Hier, yeah, und jetzt alle Hände mal rauf. Hey, jetzt ein Hip-Hopper da, bitte vorkommen. Das Stichwort Spanien. Hilft euch das so ein bisschen abschalten, ein bisschen weg vom Alltag und ein bisschen das Zeug so ein bisschen anfangen? Also wir erhoffen uns das davon. Wir haben es noch nie gemacht. Jetzt machen wir es mal. Und sonst haben wir schöne Ferien gehabt, das ist auch gut. Also. Aber wir schauen jetzt, dass wir das vereinen können, das Teil fertig machen. Und ich denke schon, es hilft. Und schon mal aus dem Scheiß raus, den die ganze Zeit herrscht, im Alltag. Und so. Ein bisschen Pool hängen, ein bisschen Text schreiben, ein bisschen Bier trinken. Das sollte schon klappen. Nein, aber wir haben wirklich gesagt, keine Party machen, so, nur fokussieren zum Arbeiten. Ich nehme mein halbes Studio mit den Abend. Also. Das würde sich sonst nicht lohnen, wenn wir dort einfach Party machen. Und wir gehen dann nur zur dritten Höhe. Also von dem her ist wirklich fokussiert. Musik machen, Album fertig machen. Das ist gut essen, ja, gut essen. Das ist eigentlich so das Hauptding. Musik, yeah! An der Polenta Jam sind wir. Das ist demnächst in zwei Wochen. Freuen wir uns extrem in Grüsch. Sonst ist glaube gar nicht, also es wird noch etwas kommen mit der 48 Stunden EP wahrscheinlich. Und sonst glaube so grob weiter ist jetzt gar nicht mehr dran. Wir haben da extra gesagt, wir wollen jetzt eigentlich zuerst das Album fertig haben und dann ab dann so auf 16 aufgleisen wieder eine kleine Tour oder so. Aber jetzt haben wir wirklich nur die zwei Festivals gespielt, noch eins mit dem Umse zusammen nochmal gehabt. Und haben uns jetzt eigentlich recht auf den Abschränken. Den Bookings gesagt haben, wir wollen jetzt auch gar nicht mehr machen. Wir wollen jetzt nicht nochmal mit dem alten Zeug sagen, jetzt nochmal die gleiche Welle machen, sondern warten, bis es fertig ist. Und dann mit dem neuen gehen wir dann hoffentlich wieder ein bisschen umtüren. Ganz so die Umse-Zusammenarbeit. Wie ist die erstens mal so ein bisschen zustande gekommen und wird es da vielleicht auch irgendwie so ein Feature geben oder so etwas? Ja, also der Stand kam, das war noch witzig, der Süde und ich haben das mal haben ihn entdeckt auf YouTube mit Wordsworth. Lass mal gut sein. Voll so, er läutet mehr an, irgendwie, oh, hast du das gehört? Ich so, ja. Ja, der Shit und so. Und dann ist irgendwie einen Monat später jetzt geheißen, ja, wir haben Konzerte und Vorgruppe vom Umse. Und dann, ja, yeah, geil. Wir haben das Konzert, das war in Zug, glaube ich, hatten eigentlich keine Leute gehabt, also quasi. Und dann, ja, keine Ahnung, hat man sich da gut verstanden und hat gesagt, ja, wir laden sie mal ein und so. Und, ja, und dann haben wir mal drei Tracks gemacht damals. Also zwei sind auf dem Album vom HTC und einer ist der Free Track, das ist Land Schweiz. Und ja, gestern haben wir noch einen neuen gemacht, das neue Album. Da geht was. Eventuell steck ich auch mal die Hulen, Autos im Brand. Nur so am Rand. Mir ist egal, was die so labern, heute über der Hand. Was die erzählen, ist doch alles nichts aus vielen Filmen. Es ist nicht relevant für mich, ich kenne viele Storys. Ich nenne keine Namen, aber kenne viele Storys. Unsere Welt ist idiotisch bis zum letzten Gig. Bis zum letzten Atemzug ist klar, dass ich mein Bestes gebe. Und dann wird's heisst, ich gegen die Welt. Kampflos, gib ihn nicht auf, ich kämpfe bis am Ende. Bump, hey, schwenden wir alle über Rand. Der Eis brennt Grenzen, wo du bisher kennst. Und auch wenn's heisst, ich gegen die Welt. Kampflos, gib ich nicht auf, ich kämpf bis am Ende. Baumfrei, schwedet ihr alle überrennt. Denn ich spreng Grenzen, wo du bisher kennst. Hans Nötig! Könnt ihr mal Lärm für HTC machen, meine Damen und Herren?